Mit dem hier dargestellten Demonstrator möchten wir im Prinzip erlebbar machen, wie diese bildbasierte Identifikation von Euroholzpaletten funktionieren kann. Für die Identifikation auf Basis natürlicher Merkmale haben wir eine klassische Quelle-Senke-Kombination, wie sie in der Industrie vorkommt, dargestellt. Das heißt, wir haben hier einmal in dem Bereich einen Warenausgang vom abgebenden Unternehmen. Und hier möchten wir Ware mit Ladeeinheit oder mit dem Ladungsträger verheiraten. Hierfür wird der Ladungsträger einmal durch das Kamerabild gezogen. Das wäre dann in echt entweder eine Fördertechnik oder eben ein Gabelhubwagen. Uns wird hier angezeigt, mit welcher Ware letztlich dann auch die Palette verheiratet werden sollen. Wir stellen jetzt Mandarinen hier auf die Palette drauf und die Palette wandert weiter in den Speicher, wie zum Beispiel ein LKW. Und hier gehen wir dann in den zweiten Bereich des Exponats, wo wir den Wareneingang vom empfangenden Unternehmen haben. Es kann aber auch jede andere Senke sein. Und wir würden jetzt wieder mit dem Gabelhubwagen oder der Palettenfördertechnik im Wareneingang die Palette einmal hier herziehen. Es werden wieder hier, wie man sieht, alle drei Palettenfüße erkannt. Die Signatur wird im Hintergrund abgeglichen und die Mandarinen werden angezeigt. Und man sieht hier, das sind dann auch die Mandarinen, die hier vorher auf die Palette draufgelegt wurden. Dahinter steht ein Algorithmus, der eine Signatur abgleicht. Das ist im Prinzip ein digitales Abbild dieses Palettenfußes. Eine extrem lange Codierung, die dann letztlich dazu führt, dass dann die Palette eindeutig einer serialisierten Nummer zugeordnet werden kann. Die Entwicklung ist im Rahmen der Silicon Economy entstanden. Wir haben den Schritt gemacht, in die ersten Industriestandorte mit der Technik reinzugehen. Angefangen haben wir mit 500 Palettenklötzen, mit je 10 Bildern pro Palettenklotz. Und inzwischen skalieren wir das dann aufs 10- bis 100-fache dieser Menge, um eben und den Algorithmus, der mit einer künstlichen Intelligenz versorgt wird, eben auf ein neues Level zu hieven und damit auch die Identifikation wirklich robust sicherzustellen.